Hallo, ich bin Philipp und in diesem Video zeige ich dir, wie du den Median bestimmen kannst, wenn du eine gerade Anzahl an Werten gegeben hast. Wie im Intro-Video befinden wir uns auf dem Flohmarkt und treffen dort die sieben Kinder, die ihre Einnahmen vergleichen. Dazu kommt jetzt Mika. Mika hat 94 Euro eingenommen, da sie ein Fahrrad und weitere teure Spielsachen verkaufen konnte. Um den Median zu bestimmen, ordnen wir wieder die Einnahmen der Höhe nach. Erkennst du das Minimum und das Maximum in der geordneten Datenreihe? Richtig, das Minimum beträgt 26 Euro und das Maximum beträgt nun 94 Euro. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte der geordneten Datenreihe liegt. Mit einem Blick auf die Werte stellst du fest, dass du keinen solchen Wert findest. Die Mitte der geordneten Datenreihe liegt zwischen den zwei mittleren Werten, nämlich zwischen 32 und 34. Damit du den Median bestimmen kannst, musst du den Mittelwert aus den beiden Werten berechnen. Wir bezeichnen den Median mit einem kleinen x mit einer Welle. Um den Mittelwert zu berechnen, addierst du die beiden mittleren Werte und teilst sie durch 2. 32 plus 34 ergibt 66. 66 dividiert durch 2 ergibt 33. Der Median beträgt in diesem Fall 33. Keines der Kinder hat genau 33 Euro eingenommen. Wir wissen außerdem, 4 Kinder haben weniger als 33 Euro eingenommen und 4 Kinder haben mehr als 33 Euro eingenommen. Kommen wir nun zu deiner ersten Aufgabe. Ermittle den Median der geordneten Datenreihe. Pausiere dazu jetzt das Video. Richtig, der Median dieser Datenreihe ist 19. Dieser Wert liegt genau in der Mitte. Jetzt zu deiner zweiten Aufgabe. Ermittle nun den Median dieser geordneten Datenreihe. Pausiere dazu jetzt das Video. Richtig, bei dieser Aufgabe musst du den Mittelwert der beiden mittleren Werte berechnen, um den Median zu bestimmen. 14 plus 17 ergibt 31. 31 dividiert durch 2 ergibt 15,5. Der Median dieser Datenreihe ist 15,5. Lass mich kurz wiederholen, was du in diesem Video gelernt hast. Hast du in der geordneten Datenreihe eine ungerade Anzahl an Werten, so kannst du den Median sofort aus der Liste ablesen. Der Median ist dabei der mittlere Wert in der Liste. Wenn du eine gerade Anzahl an Werten hast, kommt der Median nicht in der Datenreihe vor. Du bestimmst ihn, indem du den Mittelwert berechnest. Dazu addierst du die beiden mittleren Werte und teilst die Summe durch 2. Im nächsten Video kannst du dein erlerntes Wissen auf die Probe stellen und weitere spannende Aufgaben zum Median lösen. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und vielen Dank fürs Mitmachen.